ist die Werft, in der jährlich viele Pedros gebaut und verkauft werden. Unsere Werft ist leicht zu erreichen. Von der Stadt Groningen oder der deutschen Grenze aus fahren Sie in 20 Minuten nach Saarbrück. In Saarbrück finden Sie eine der größten Yachtwerften Hollands. Hier werden Motorkreuzer, Trawler und Kutter von hoher Qualität gebaut und ausgezeichneter Kundendienst angeboten. Hierdurch hat Pedro Boat seine Bekanntheit erlangt. Der Bau eines Pedro beginnt mit dem auf Maß schneiden der Stahlplatten für den Rumpf eines Schiffes. Wir verwenden hierfür die modernste Methode. Mit Hilfe einer elektronisch besteuerten Schneidbrennermaschine wird die Zeichnung abgetastet und das entsprechende Teil des Rumpfes auf den Millimeter genau ausgeschnitten. Der große Vorteil dieser Methode besteht darin, dass keine Abweichungen betreffend der Plattengröße entstehen und hierdurch im Kasko keine unerwünschten Spannungen entstehen. Ein Kasko von Pedro ist straff und wird mit Einsatz der modernsten Techniken hergestellt. Hochqualifizierte Schweißer sorgen dafür, dass die Platten gut geschweißt werden. Jedes Pedro hat alle 40 cm Spanten, die dem Schiff eine optimale Festigkeit geben. Besondere Aufmerksamkeit wird der Vollendung eines Pedro-Kaskos gewidmet. Eine gute Konservierung ist für ein stählernes Schiff wesentlich. Sie bestimmt zum Teil die Lebensdauer und den Unterhalt. Auch in dieser Bauphase heißt es für Pedro Sicherheit. Jedes Pedro wird nach der schwedischen Qualitätsnorm SA2,5 innen und außen gefriergetrocknet gesandstrahlt. Direkt hiernach wird durch einen gut abgeschirmten Spritzer die erste Haftschicht aufgetragen. Feuchte Partikelchen bekommen keine Möglichkeit, sich zwischen Rumpf und der Haftschicht festzusetzen. Hiernach werden die verschiedenen Lackschichten aufgetragen, worunter Epoxycoating und Antifouling für das Unterwasserteil. Für ein jahrelanges Fahrvergnügen ist jedes Pedro optimal gegen Korrosion geschützt. Im Herzen eines jeden Pedro steht ein fabriksneuer Schiffsdiesel. Sicher, stark und billig in Verbrauch. Fachmännische Monteure bauen den Motor auf einem schweren, starken Fundament ein. An einer Fluchtluke fehlt es natürlich nicht. Qualität ist eines der Kennzeichen von Pedro. Ein Pedro hat immer etwas mehr. Was halten Sie von einer wassergeschmierten Schraubenachse und einem Trinkwassertank aus rostfreiem Stahl? Oder schauen Sie einmal genau in dem gut isolierten Maschinenraum. Mit Pedro fahren Sie gut. In unserer Schreinerei
werden auf fachmännische Weise mit erstklassigem Material alle Bestandteile für das Innere eines Pedro angefertigt. Moderne Maschinen helfen unseren Facharbeitern, die Anzahl der Arbeitsstunden so weit wie möglich einzuschränken. Dieses vernimmt man am Preis. Beim Zimmern der Inneneinrichtung werden viel Teakholz und Latten verarbeitet. Wer ein Auge für Einzelheiten hat, sieht hier sofort, welche Sorgfalt an einem Pedro geschenkt wird. Meisterschaft. Die letzten Farbschichten werden mit einem Pinsel aufgetragen. Gewissenhafte und tüchtige Facharbeit. So sieht die Innenausstattung eines Pedro 950 bei der Ablieferung aus. Luxuriöser Steuerstand, gemütliche Pantry, Dinette, Vorderkajüte und Steuersalon. Alles gewissenhaft angefertigt und mit erstklassiger Polsterung ausgestattet. Wussten Sie übrigens, dass die Einteilung eines Pedro in Überlegung mit dem Eigentümer vorgenommen wird? 40 Pluspunkte. Warum ein Pedro? Weil beim Pedro viele Extras im Preis inbegriffen sind. Pedro, dieser Name hat Bedeutung. Schon wieder ein Pedro, fertig zum Transport. Dieses Schiff ist nach Österreich verkauft. Wohin muss Ihr Pedro? Wir versorgen Ihren Transport über die ganze Welt. An Bord sind viele gemütliche Flecken zu finden. Prost! Eine oft vorkommende Zeremonie unter Wassersportlern.
Gemütlichkeit und Zusammengehörigkeit kennt keine Grenzen. Bootsfahrer gewinnen Freunde. Starten und fahren. Kein Problem für ein Pedro, weil sie nicht im Stich lässt. Das Pedro 850 ist ein typisch holländischer Motorkreuzer mit selbstlenzendem Cockpit. Geräumig und gemütlich, besonders geeignet für kleine Familien. Der Salonkreuzer ist ein Pedro 1000, der mit zweitem Steuerstand und einem Aluminium-Windschirm ausgerüstet ist. Ein echter Familienkreuzer für die Erholung auf dem Wasser, im weitesten Sinn des Wortes. Meistverkaufte Kreuzer unserer Werft. Das Pedro 950 hat ausgezeichnete Fahreigenschaften und hat einen Lebensraum an Bord, den Sie nicht für möglich halten. Pedro Troller ist stark im Kommen. Ein Schiff mit einem ganz eigenen Charakter, abgeleitet von dem früheren Fischtroller. Stabil in seinem Element auf dem großen Wasser. Charakteristisch für jedes Pedro ist doch wohl Stabilität und ausgezeichnete Fahreigenschaften. Unser neuestes Angebot in der Donkey-Serie, die 850, macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Schauen Sie einmal, wie prachtvoll dieses Schiff auf dem Meer fährt. Diese Donkey wird bei Sylt, deutsche Küste, zum Sportfischen gebraucht. Das Flachschiff der erfolgreichen Pedro-Flotte. Elegant gleitet das Schiff durch das Wasser. Eine prächtig stilierte Yacht, geschaffen für jahrelanges Fahrvergnügen mit allen Vorteilen eines Pedros. Pedro hat nicht von ungefähr einen hohen Eintauschwert. Möchten Sie mehr über Pedro wissen? Dies ist die Werft, in der jährlich viele Pedros gebaut und verkauft werden. Unsere Werft ist leicht zu erreichen.